Ich bin jetzt hier in einem Park. Ich habe versucht, einen stillen Platz zu finden, wo ich dieses kurze Video machen kann. Es ist hier auch nicht ganz perfekt, weil ja viele Mopeds herumfahren und weil man manchmal Hunde bellen hört. Aber da kann man jetzt nichts machen. Ich habe versucht, vorher einen guten Platz zu finden. Ich möchte jetzt einfach gerne mit euch hier dieses Video machen und euch dieses Video einfach dann auf YouTube zeigen können und jetzt einfach ein bisschen etwas über Taiwan erzählen. Ich wohne hier und was mache ich hier und so weiter. Also zuerst mal zu Taiwan. Taiwan, das ist eine Insel in Ostasien im Pazifischen Ozean, ja. Und in Taiwan spricht man, also die offizielle Sprache ist Mandarin, also Hochchinesisch. Aber die lokalen Sprachen sind eigentlich nicht, ist eigentlich nicht Mandarin, sondern ursprünglich hat Taiwanisch hier ist Taiwanisch die lokale Sprache. Dann gibt es noch eine andere Sprache, die heißt Hakka. Aber wie bin ich eigentlich jetzt nach Taiwan gekommen? Also ich habe mich immer schon sehr für Sprachen interessiert. Ich habe immer schon sehr gerne Sprachen gelernt. Und ich habe dann auf der Uni Chinesisch gelernt. Also ich habe schon, wenn man es genau nimmt, habe ich schon vor der Uni begonnen, Chinesisch zu lernen, weil ich mich immer schon gern für Sprachen, weil ich mich immer schon sehr für Sprachen interessiert habe. Aber ich bin dann einfach langsam zu Taiwan gekommen. Also mich hat dann einfach Taiwan auf einmal sehr interessiert. Also ich habe mir gedacht, aha, wo kann man Chinesisch lernen oder wo spricht man Chinesisch und wie leben die Leute dort, wie ist die Umgebung dort und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir in meinem Studium gedacht, okay, ich würde so gerne irgendwie mal nach Taiwan kommen. Und ich habe das dann Gott sei Dank auch geschafft. Ich habe mich wo beworben und konnte dann für ein Jahr nach Taiwan. Und die Hauptstadt von Taiwan ist Taipei, ja, das ist im Norden von der Insel. Und ich wohne hier jetzt im Süden von der Insel in einer Stadt, die Kaohsiung heißt. Und was kann ich noch dazu sagen? Also es ist hier eigentlich sehr schön warm. Also im Vergleich zu Österreich ist es hier viel wärmer. Es ist viel, viel, viel wärmer. Jetzt haben wir, wie gesagt, Ende Jänner und du siehst hier, die Umgebung sieht so aus. Es ist grün. Normalerweise hat es hier im Winter nicht weniger als 15 Grad. Also wenn es unter 15 Grad hat, ist das schon ziemlich wenig, aber das kann passieren. Es passiert auch immer jedes Jahr, aber nur für ein paar Tage. Und was kann ich noch dazu sagen? Also ich unterrichte hier Deutsch. Ich bin Deutschlehrer, auch von Beruf. Ich mache das nicht nur auf YouTube. Und die Sache mit Deutschunterrichten hat eben auch damit zu tun, dass ich sehr gerne anderen Leuten helfe, eine Sprache zu lernen. Also das hat alles irgendwie mit meinem eigenen Hintergrund zu tun, also wofür ich mich interessiere. Ja? Ich möchte einfach gerne anderen Leuten helfen, dass sie auch dieses Erfolgserlebnis bekommen, eine andere Sprache zu lernen und erlernt zu haben. Und das ist einfach das, warum ich das einfach gerne mache. Und mittlerweile wohne ich hier schon seit 5 Jahren, aber es ist nicht mein erstes Mal hier in Taiwan. Wie gesagt, habe ich auch schon früher als Student hier einmal etwas gemacht. Ich habe hier studiert für ein Jahr. Es ist eigentlich schon ein Teil meiner Heimat geworden. Also Taiwan ist irgendwie auch schon meine Heimat geworden, kann man sagen. Ich habe in Österreich eine Heimat, ich habe in Taiwan eine Heimat, aber ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass das nicht nur diese Orte sind, sondern Heimat hat sehr viele verschiedene Definitionen. Bei mir spielen die Sprachen immer eine sehr große Rolle. Ich spreche sehr gerne verschiedene Sprachen. Ganz im Vordergrund ist jetzt zum Beispiel Spanisch. Ja, Chinesisch, wie gesagt, habe ich schon so lange gelernt, also 17, 18 Jahre vielleicht, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und auch Spanisch ist für mich eine Sprache, die ich einfach extrem mag und wo ich mich extrem wohlfühle. Also das hat gar keinen speziellen Grund gehabt oder das hat auch keine spezielle Vorgeschichte gehabt, sondern das hat sich ganz natürlich ergeben. Ich habe einfach eine sehr natürliche Anziehung gespürt. Mir gefällt einfach dieser
diese Energie, die das Spanische hat. Mir gefällt einfach, auf Englisch würde man sagen, dieser Vibe. Und ich mag auch die Aussprache sehr. Ich habe dieses Gefühl sehr gerne, Spanisch zu sprechen. Und ich glaube, das reicht auch schon als Grund. Das reicht auch schon als Grund, eine Sprache zu lernen. Ich mache das Video mal bis hier, okay? Ich werde dieses Video, wie gesagt, hier auch mit doppelten Untertiteln machen, mit deutschen und auch mit spanischen Untertiteln, damit das auf der einen Seite Deutschlerner zum Deutschlernen explizit benutzen können. Aber, wie gesagt, es freut mich auch sehr, andere Leute, spanisch sprechende Leute, hier auf meinem Kanal finden zu können oder dass sie umgekehrt meinen Kanal finden können. Und deswegen möchte ich auch wirklich relativ regelmäßig auf meinem Kanal spanische Untertitel dazustellen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es war eine interessante, kurze Hörübung. Bis dann!